Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Heute sitzt wieder der liebe Henry Lopp neben mir vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Vielen Dank, Henry, für die Zeit, die du dir vor uns nimmst. Vielen Dank an dich und ja, herzlich willkommen an alle. Ich hatte eine interessante Idee für ein Video und habe zum Henry gesagt, Mensch, lass uns mal ein Video machen. Warum macht es für uns kaum noch Sinn, Food Diaries zu machen? Wenn ihr in meinem YouTube-Kanal mal schaut und Food Diaries eingibt, werdet ihr ganz viele Food Diaries von mir finden, vor allem in meiner Rohkostzeit, wo ich noch fast 100% Rohkost gegessen habe. Und ich meine, ich bin mit 3 Mahlzeiten eingestiegen, dann irgendwann waren es nur noch 2 Mahlzeiten. Und wir hatten ja in einem der letzten Videos erwähnt, wir essen ja noch einmal am Tag. Gegen Abend gibt es eine feste Mahlzeit und davor gibt es flüssige Mahlzeiten in Form von Säften. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass es möglich ist, von 3 bis 5 Mahlzeiten, also Hauptmahlzeiten und ein paar Zwischenmahlzeiten, dass es möglich ist, wirklich nur eine feste Mahlzeit zu essen, die auch, die zwar vitalstoffreich ist, aber viel energieärmer als was wir eigentlich essen müssten nach diesem Plan, was ein erwachsener Mann und eine erwachsene Frau essen müsste. Und ja, wenn man sich so die Food Diaries von Veganern, Rohköstlern anschaut, oftmals sind dann immer mehrere Mahlzeiten am Tag. Ne? Und so, das esst ihr zum Frühstück und das zum Mittag und das zum Abend und da, das als Zwischensnack. Damit können wir gar nicht mehr dienen, weil wir uns in den letzten Jahren da einfach weiterentwickelt haben in Richtung, ja, weniger essen. Also nicht, weil wir da getrieben wurden, das jetzt unbedingt durchzuziehen, sondern weil unser Körper uns das einfach gezeigt hat. Uns ist es immer wichtig, nach unserem Körpergefühl voranzuschreiten und wirklich auch nur zu essen, wenn es nötig ist. Nicht aus emotionalen Gründen, nicht weil etwas besonders lecker ist oder ja, dann gib her, dann esse ich halt mit, sondern wirklich nur dann, wenn der Körper bereit ist, auch die Nahrung aufzunehmen. Und für uns, also Henry, auch für dich ist es dann immer am Abend, ne? Wenn unser Tagewerk erledigt ist, sei es, Henry, du machst ja auch viel Sport, wenn wir geistig arbeiten, wenn wir uns körperlich bewegen, also wenn ich zum Beispiel wandern würde, ein paar Stunden, würde ich mir auf alle Fälle Flüssigkeit mitnehmen, vielleicht noch eine Banane oder einen Apfel oder irgendwas. Da würde ich gerne unterwegs vielleicht eine Handvoll Wildpflanzen essen, aber etwas, was die Verdauung nicht so stark belastet oder dass der Körper Energie für die Verdauung zieht. Also da merke ich schon, da bin ich in eine Richtung gekommen, dass es alles viel einfacher wird. Man muss sich nicht früh Gedanken machen, was esse ich denn jetzt, was mache ich mir jetzt, weil man macht das dann am Abend und das ist gar nicht mehr so ein Thema, das Essen. Und ich kann mich erinnern, es gab Zeiten, weiß nicht, Henry, wie es bei dir war, da wurde ich richtig grillig. Oder leicht aggressiv, wenn ich kein Essen bekommen habe oder wenn ich dann unterzuckert war. Also habe ich dann wirklich gemerkt, wie meine Stimmung auf einmal wegkippte. Und heutzutage ist das kein Problem. Uns fällt ja auch das Fasten viel, viel leichter. Henry, wie sieht es bei dir aus? Gib mir mal bei dir so Einblicke. Auch, du hast dich ja früher auch ganz anders ernährt. Also sehr konventionell, sehr viel, also wirklich viel Essen, auch kalorisch sehr viel. Beschreib mal einfach deinen Weg. Ja, bei mir war es ja auch so, halt vor der Ernährungsumstellung, die Jahre davor, dieser Bodybuilding-Trip, 6, 7, 8 Mahlzeiten am Tag. Dann kam die Ernährungsumstellung. Da waren am Anfang natürlich auch noch 5, 6 Mahlzeiten. Und dann wurde es halt automatisch immer weniger, weil man mehr mit seinem Körper wieder in Einklang gekommen ist. Und er dann ein deutliches Signal gegeben hat, du mach doch jetzt vielleicht eine Mahlzeit weniger, bringt anstatt zum Beispiel einen Saft oder irgendwas anderes. Und ja, und so hat sich das dann halt über die Jahre einfach entwickelt, ne? Und um das auch nochmal kurz zu sagen, das geht nicht darum, euch jetzt zu sagen, ihr sollt weniger essen und das machen, sondern es ist jetzt erstmal wichtig, dass ihr auf euch hört, das ist das Erste, und das individuell an euch anzupassen. Also ist das, was ihr wirklich benötigt, und das soll eine gesunde Umstellung sein. Und wenn ihr irgendwann merkt, der Körper sagt, das ist zu viel für euch, dann fangt halt an, zum Beispiel eine Mahlzeit auszutauschen gegen den Saft. Und dann irgendwann nach ein paar Jahren kann es dann so sein, dann ist die nächste Mahlzeit und dann sagt euer Körper an, okay, die kannst du jetzt vielleicht auch noch reduzieren, könnt ihr dann auch austauschen gegen einen Saft oder von mir aus erstmal noch einen grünen Smoothie oder was auch immer. Und so hat sich das bei mir über die Jahre auch entwickelt und da bin ich dann automatisch immer weiter dahin gekommen. Also das ist dann auch automatisch passiert, das ist nicht so, dass ich das erzwungen habe, sondern einfach automatisch, der Körper hat gesagt, du, das ist mir zu viel, bitte veränder was oder ich gebe dir halt irgendwelche Symptome. So, und so ist das dann halt gekommen. Und dann habe ich halt dann eben ja, die Mahlzeiten dann erstmal gegen Säfte ausgetauscht. Und ja, und dann war es dann halt eben, bei mir sind es jetzt 7 Jahre schon, wo dann halt eben die eine Mahlzeit am späten Nachmittag, Abend und vorher halt dann eben, wenn man Lust hat und Bedarf, dann halt eben einfach was trinken.
Säfte, Tee, Wasser mit Graspulver, Wasser mit Sangomeriskoralle. Und auch noch ein interessanter Punkt bei mir mit dem ganzen Sport, dadurch, dass ich jetzt ja 2, 3 Stunden Sport mache, auch am Tag, ich habe den Körper auch automatisch dahin entwickeln und anpassen lassen, dass ich dann in den Phasen, wo ich Sport mache, auch nichts mehr zu mir nehmen muss. Also das heißt, gestern zum Beispiel war ich über 3 Stunden laufen und ich brauche dann auch kein Essen und Trinken mehr in der Zeit. Ich gehe dann einfach laufen und ja, und selbst danach teilweise merke ich, habe ich teilweise noch keinen Durst. Wenn ich Durst habe, trinke ich natürlich was. Und dann warte ich manchmal noch 1, 2 Stunden und dann mache ich mir zum Beispiel erst einen Saft. Und das ist total interessant, wie sich der Körper anpassen kann und wie er sich auch entwickeln kann und was er daraus auch nochmal für eine Kraft dann auch zum Beispiel zieht. Und da gibt es auch spannende Untersuchungen dazu, aber ich weiß nicht, ob wir das vielleicht mal in einem anderen Video machen. Genau, bloß mal, um mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie sich das bei mir alles entwickelt hat über die Jahre hinweg. Und was für mich, was auch noch so eine Anregung bei mir war oder worum es überhaupt oder ob es noch Sinn macht, als ich mit der Rohkost angefangen habe oder eben auch auf YouTube einiges zu zeigen, was ich esse, da habe ich ja noch so die Vielfalt der Pflanzenkost zelebriert, also die Vielfalt auf der ganzen Welt und habe immer alles Mögliche das ganze Jahr über integriert, ne, egal wo es herkam, weil mich das aber auch fasziniert hat, wie groß diese pflanzliche Palette ist. Und ich bin in den letzten Jahren auch immer mehr dazu übergegangen, sehr einfach zu essen, auf Regionalität zu achten, zwar nicht 100%, weil ich liebe Gurken, weil sie auch schön hydrieren und man kann schön Saft machen, Salat machen. Also das habe ich schon fast jeden Tag dabei. Aber sonst achte ich gerade im Winter auch, dass viel regional dabei ist. Kürbis, das ganze Wurzelgemüse und eben auch Feldsalat, Postelein. Also bei mir wiederholen sich die Mahlzeiten immer wieder. Ich habe gar nicht so viel Abwechslung. Und das ist natürlich für einen Foodtriber, könnte ein bisschen langweilig sein, wenn man dann 5 Tage hintereinander eigentlich fast das gleiche Essen zeigt, vielleicht mal ein bisschen andere Sprossen, vielleicht mal ein bisschen anderes Grün, aber sonst immer das gleiche, vielleicht eine kleine Portion Obst, ob es Äpfel sind oder mal je nach Jahreszeit auch mal Granatapfel oder Kaki und dann gibt es halt irgendwas Gedämpftes mit viel Grün oder es gibt einen Gurkensalat mit viel Grün, mehr ist es dann nicht, ne? Also was trinke ich zum Beispiel im Winter für Säfte? Bei mir ist oft Kurkuma-Ingwer-Shot dabei mit Zitrone und Orange oder Zitrone und Apfel. Dann oft Endivie, wenn die Biokiste das hergibt. Dann mache ich mir oft einen Stangenselleriesaft oder auch mal Möhre-Ingwer oder so. Oder rote Beete-Apfel, also dann so 1 bis 3 Säfte. Manchmal sind es auch nur kleine Portionen. Gestern hatte ich zum Beispiel Bockshornklee und Gurke, mag ich zum Beispiel auch sehr gern. Aber das wiederholt sich dann immer. Ne? Im Sommer trinke ich dann vielleicht mal mehr Wassermelonsaft mit Grün oder so. Ne? Oder dann Gurkensaft. Also es gibt nicht so viel Variation. Ich könnte vielleicht immer zeigen, was ich im Monat esse. So eine Mahlzeit, die typisch für einen Monat ist. Und da könnte ich vielleicht mal ein Foodtraining machen. Aber so in der Woche gibt es bei mir nicht so viel Vielfalt. Bei mir gibt es tatsächlich die größte Vielfalt mit Freunden. Also wenn man mal so zusammen isst, so wie eine Art klein Potluck oder dass man mal so ein Buffet erstellt, dann ist bei mir wirklich eine größere Vielfalt, als wenn ich so für mich esse. Und das könnte vielleicht auch manche eher, die so reinschnuppern wollen in die pflanzenbasierte Ernährung, Rohkosternährung, vielleicht ein bisschen langweilig oder wirken oder auch, ja, wo ist denn deine Fettquelle? Gerade bei mir ist es so, hat sich das so hin entwickelt, wenn ich Gemüse dämpfe, gerade im Winter, dann gibt es bei mir seltene Fettquelle dazu, dann eher Grün und Sprossen und ich esse das einfach so. Ich brauche da auch gar keine Gewürze groß, außer vielleicht Kräuter. Und wenn ich mir einen Salat herstelle, auch im Winter aus Feldsalat, Postelein, dann mache ich mir immer ein Dressing mit Hanfmus oder mit Avocado oder so. Und das kann für viele schon vielleicht auch erstmal abschreckend sein und sagen, hä, wie isst du, wo ist dein Fett? Und du würzt nicht. Und deswegen weiß ich immer nicht, ob das überhaupt noch Sinn macht, jetzt an dem Level, wo wir sind, großartig Food Diaries zu machen, weil da müsste man schon so ein paar Erklärungen dazugeben, dass es einfach nur aufzeigt, das ist eine Möglichkeit. Und auch wir genießen unser Essen, auch wenn es jetzt nicht mehr so vielfältig ist, wenn es jetzt nicht mehr so stark gewürzt ist oder mit einer cremigen Soße. Also das genießen wir auch schon mal. Also das verbieten wir uns ja nicht. Aber die Mahlzeiten so im Alltag sind immer recht schlicht und ich genieße das auch immer sehr, muss ich auch sagen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich in Befreite Ernährung von Christian Opitz gelesen habe. Geschmack steckt im Gehirn und nicht in den Lebensmitteln. Also du kannst auch ein ganz, ganz einfaches Lebensmittel, wenn es reif ist und eine gute Qualität hat, kann dir viel besser schmecken als ein kunstvoll gewürztes, gekochtes Gericht. Ne? Es ist auch immer,
was man als guten Geschmack definiert, was einem wirklich auch ein wohliges Gefühl erzeugt. Und das kann bei mir eine reife Frucht sein, das kann eine aromatische Gurke oder eben auch diese tollen Wildpflanzen im Frühjahr sein mit ihren vielen Aromen. Das ist für mich auch ein absoluter Genuss, was sich viele gar nicht vorstellen können, die eben auch so noch, sage ich mal, auch der Industriekost eher zugetan sind, den Fertigprodukten, die auch mit vielen Aromen und Würze versetzt sind. Die können sich halt nicht vorstellen, dass wir, wenn wir einen Gurkensaft trinken oder eine Handvoll Sprossen essen, dass das wirklich schmeckt und uns auch befriedigt. Wie sieht gerade bei, also gern noch deine Gedanken dazu, Henry, und wie sieht bei dir gerade so die Ernährung aus? Oder flüssig wie fest? Ja, also ich gehe da auch immer so mit den Jahreszeiten mit. Bei mir sind jetzt gerade Orangen, die sind mit dabei. Das ist mir dann zum Beispiel, ist eine schöne Kombination, wird nicht jeder mögen, aber ich finde es echt ganz lecker, dass ich mir einfach Orangen nehme und dann noch ein bisschen Rotkohl und ein bisschen Weißkohl. Und das entsafte ich gerade zusammen, ist eine schöne Kombination. Und genau, und ansonsten, ja, habe ich auch dann von den Säften her. Da ist es eigentlich entweder, ich habe die Orangen oder halt noch Apfelsaft mit Zitrone und ein bisschen Ingwer noch mit drin. Und ja, und danach trinke ich dann meistens aber auch noch, ja, so einen kleinen Endivien-Shot dann noch oder Gerstengras, was ich selber ziehe, dass ich das dann safte. Und ja, und am Nachmittag, Abend, dann ist es halt so, auch meistens ein bisschen Frucht noch. Das ist momentan entweder Birne oder ein bisschen Apfel oder ich mache mir zum Beispiel eine Apfel-Zimt-Creme, einfach mit Apfel, ein bisschen Dattel und Zimt noch mit rein. Und dann mache ich so 10 Minuten Verdauungspause und dann gibt es halt entweder gedämpften Kürbis zum Beispiel mit halt ein bisschen Microgreen dazu. Oder jetzt kommen auch schon die ersten Wildpflanzen raus, also schon die kleinen Brennnesseln und der kleine Löwenzahn, das habe ich jetzt dann auch schon mit dabei. Und genau, oder halt eben, wenn es zum Beispiel kein gedämpftes Gemüse ist, dann halt einfach irgendeine Fettquelle, zum Beispiel ein bisschen Avocado mit Salat oder halt auch geraspelter Gurke und einfach, ja, ein bisschen Kresse noch mit dazu. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, und im Sommer ist es dann halt auch, sind es die Melonen, die mit dabei sind. Die Wildkräuter sind dann wieder in den Säften mit drin, speziell Löwenzahn und Brennnessel mit Gurke ein bisschen entsaftet. Und von den Mahlzeiten her dann auch einfach Melone. Im Sommer ist es auf jeden Fall mehr Rohkost und eigentlich fast nur Rohkost. Und da ist es dann meistens so, entweder auch erst eine Fruchtmahlzeit und dann noch einfach Wildkräuter dazu oder halt an den Tagen, wo es dann Fett gibt, halt eben auch einfach geraspelte Gurke mit Kresse, manchmal Basilikumpesto, das mag ich auch sehr gerne im Sommer. Und ja, und so variiert es dann halt eben von den Jahreszeiten her. Genau. Und das kam aber auch automatisch. Also es ist nicht so, dass das am Anfang habe ich auch alles versucht zu integrieren, weil ich muss ja alles bekommen. Aber dann halt, wenn du dich ein bisschen irgendwann mehr mit den Themen beschäftigst, und da fand ich bei Florian Sauer hat das letztens in einem Video gesagt, da hat er gesagt, das ist die wirkliche Lichtnahrung, hat er gesagt, wenn du dir zum Beispiel die Wildpflanzen im Wald sammelst, das ist die wirkliche Lichtnahrung, weil die voll sind mit Biophotonen und das merkst du einfach auch, wenn du die in die Nahrung mit integrierst. Und so ist es halt eben doch bei Mikrogrünen und bei Sprossen. Das ist halt einfach frische Nahrung und das würde ich halt auch versuchen, immer jeden Tag zu integrieren, weil du merkst es halt einfach in deiner Lebensenergie und es wird dich auch einfach gesundheitstechnisch einen ganzen Schritt weit voranbringen. Vielen Dank, lieber Henry, nochmal für die Ausführungen, auch die Einblicke bei dir. Stimmt, Florian Sauer, das habe ich auch auf Instagram gesehen. Ich glaube, ich hatte es sogar geteilt, weil ich das einfach so schön fand. Das ist wirklich auch, ja, Lichtnahrung, ne? Wenn man viele grüne Pflanzen zu sich nimmt, fand ich sehr schön. Ja, lieber Henry, das war's schon. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Für alle Zuschauer gern eure Gedanken, Meinungen, Einblicke, wie ihr das so macht, unter diesem Video. Was haltet ihr so von unserer Einstellung dazu oder eben. Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, man kann durchaus auch viel weniger nach und zu sich nehmen und das auch genießen, auch wenn es sehr, sehr einfach ist? Ja, lasst uns gerne eure Gedanken unter diesem Video. Wir freuen uns über regen Austausch. Wünschen euch jetzt noch eine gute Zeit und bis bald.